So, hallo zusammen. Wie geht's euch? Ich bin hier in einer thailändischen Provinz. Also wirklich, die nächstgrößere Stadt ist hier 40 Kilometer entfernt. Das ist übrigens, glaube ich zumindest, Bambu. Ich habe hier heute draußen geschlafen mit der Pinja. Hier ist ein kleiner See, das letzte Mal haben wir hier geangelt. Da hinten seht ihr das. Und also nicht dieses Jahr, sondern das letzte Jahr habe ich hier zwei Riesenschlangen gesehen. Also was heißt Riesen? Die eine war mindestens einen Meter groß. Wenn die Regenzeit hier beginnt, ist hier alles Schlamm, kann es eigentlich. Jetzt ist alles trocken. Bei der Regenzeit ist hier alles Schlamm, kann es kaum laufen. Hier wachsen kleine Bananen. Aber das, was ich euch zeigen wollte, den thailändischen Markt in der Provinz, was wird da verkauft? Ja, einfach, dass ihr, ich werde auch nicht viel kommentieren zu diesem Video, weil ich weiß nicht, ob das so einen guten Eindruck macht, wenn ich jetzt einfach mal dort rumlaufe und einfach auf Deutsch die ganze Zeit schwätze. Ich nehme euch mal mit, ihr könnt es euch mal anschauen, ja, und dann schreibt mir einfach die Kommentare. Das einzige Hindernis sind die Hunde hier, die immer bellen, aber ich glaube, die kennen mich jetzt schon. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, ich habe immer Angst von denen. Aber da ist eigentlich viel los heute. Deswegen müsste das eigentlich kein Problem sein. So, das ist typische Thai-Markt in der Provinz am Tempel. Das ist so eine Tempelanlage, die ist wirklich nicht klein. Das ist ein Tempel, da kommt der nächste, also ist ziemlich groß. Da stehen die Buddha-Statuen da hinten. Das ist das Weitwinkelobjektiv, da könnt ihr jetzt nicht alles sehen, aber ja, wir gucken mal, was da alles verkauft wird. Steht natürlich alles auf Thailändisch. Ja, und wir laufen einfach mal rüber. Ich weiß nicht, was das jetzt alles kostet. Die Preise sind nicht da, aber es müsste eigentlich nicht teuer sein. Da wird alles von Elektronik bis zum Sarikab. Da wird alles verkauft, von Klamotten, Jeans, Shirts. Aber ich, das ist, glaube ich, kein echtes Gold. Das sind die ganzen Buddha-Statuen. Sarikab. Buddha-Statuen. Okay. So ein Buddha, mai. Buddha. Okay. Come on. Ja, hier die Klamotten, hier links Schuhe für 100 Baht. Dann Hosen, Shirts, irgendwelche Kindersachen. Aber ich sehe hier kein Essen. Ich dachte, da gibt's. Gut, ich habe jetzt gegessen. Ich habe jetzt nicht so richtig Hunger. Aber. Ach, da hinten gibt's Essen. Also wir laufen jetzt erstmal hier geradeaus, dann laufen wir auf der linken Seite, also praktisch so in der Schlange. Und das ist in der Provinz Nakhon Pathom. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt oder nicht. Ist auf jeden Fall... Also Ausländer habe ich hier noch keine gesehen. Das ist, glaube ich, der erste. Glaube ich, der erste Inder gewesen. Vielleicht ist es auch ein Thai gewesen, aber sieht eher aus wie ein Inder. Vielleicht ist er mit einer Thai verheiratet, man weiß ja nie. So. Ihr seht hier Schuhe. Ja, die räumen schon alles ab, weil jetzt ist... Ich weiß, die räumen hier schon eigentlich alles weg. Vielleicht bin ich auch zu spät gekommen. 69 Baht, 10 Baht, 39 Baht, 120 Baht Taschen. Das kostet 60 Baht. Ich weiß es nicht, also die sind neu aus, die sind auch verpackt. Aber manche Sachen sind wahrscheinlich auch Secondhand. Das ist natürlich Secondhand, die ganzen Töpfe und so. Was es alles kostet, hier ein Kleid zum Beispiel 40 Baht. Also 1 Euro.
Momentan ist 1,39 Baht ungefähr plus minus. Genau. Ui, cool. Nalak? Kunchalai? Puying, eh? Puying. Same, same. Pom, mi, puying, baby. No, temple. How old? Pom, putai, mai, dai. 6 months, 5 months, how months, huh? Huh? Ui, pom, pom, mit, na, eh? Same, same. Okay, check deep. Also. So. Das waren hier Klamotten. 3 Shirts für 100 Baht. 3 Shirts für 100 Baht. Stand dahin. Hier ist ein Shirt für 100 Baht. Hier sind Eier. Hier sind Eier. Hier gibt es Kaffee. Was gibt es hier alles? Kaffee. Sarikat. Chatai, mi. Okay, Chatai. Neu. Sugar Medium. Nicht neu Sugar. Ah, Chai. My Mark. Okay. Ich habe mir so ein Chatai bestellt. Ihr kennt es ja. Mir gefällt der Geschmack. Und ja, schmeckt eigentlich ziemlich gut. Manchmal trinke ich das auch morgens oder abends oder kommt immer drauf an, wie ich Lust und Laune habe. Aber mir schmeckt er. Die Pina hat hier eine gute Freundin. Also was heißt gute Freundin? Ja, kann man schon sagen, gute Freundin. Ich habe dir erzählt, ja, hast du einen Mann? Die sagt, nee, leider habe ich keinen Mann. Ich würde mir sehr gerne eine Familie wünschen. Die sieht eigentlich übrigens ähnlich wie diese Frau. Ich wünsche mir sehr eine Familie, ich würde mich auch sehr, sehr um meinen Mann kümmern, eventuell Kinder oder wie auch immer, ja. Aber ich finde halt keinen guten, sagt sie. Dann habe ich gesagt, ja komm, ich guck mal, vielleicht finde ich ja einen guten für dich, wenn du nichts dagegen hast. So. Ah, Chai. Mimi Plastik ma my my own. Kap und Makap. Kapom. Sehr nett sind sie und nicht frech. Kap und Kap. Sehr nett sind sie hier und nicht frech, meine Lieben. Und dieser Cocktail hat mir jetzt 20 Baht gekostet. 20 Baht. Was würde das hier irgendwo im Urlaubsgebiet kosten? Was würde das hier in einem, das ist halber Liter, Urlaubsgebiet kosten? Mindestens, glaube ich, 50. Auf Phuket vielleicht auch teurer. Und hier 20. Schmeckt sehr, sehr gut hier. Also wirklich lecker. Hallo, Mag. Hier wird auch was verkauft. Hier gibt es diese Würstchen. Dann kommt der Buddha, dann wieder die Unterhosen. Hier gibt es Lauch, verschiedene Sachen. 10 Baht. Sorry, gehabt. Vielleicht wollt ihr sowas essen. Ani, hallo, Chamai. Hallo. Hallo. Okay. Kap und Kap. Hier was Gebackenes. Ja. Bananen. Obst und Früchte. Vielleicht nehme ich ein. Sorry, Kap. Ning Donut. Kitchen Kap. Schilhaba. Huh?
Ah, Tree Samo. Okay, okay. Mm-hmm. 1 second. Mm-hmm. Open cup. 1 second. Cup home. Shut the. Jetzt habe ich noch einen Donut für mich genommen. Sorry, dass die Kamera jetzt wackelt. Ich probiere jetzt mal den Donut. Oder ich probiere den später. So, also. Mm. Die hier sind sehr lecker mit Käse. Sehr, sehr lecker mit Käse. Also ich mag das. Schade, Kap. Dabei, die Mai. Würstchen und alles Mögliche. Dann wieder Lauch, Gemüse. Das ist halt richtiges Thailand. Richtiges Thailand. 40 Baht, ein Fisch, 1 Euro. Hallo, hallo, mein. Aroi, aroi. Aroi, aroi. 1 Euro, ein Fisch. So ein Fisch würde in Deutschland mindestens 5, wenn nicht 10 kosten. Bestimmt. Eier. 45 Baht. Also wie gesagt, es gibt hier wirklich alles. Lottery natürlich. Lotto, Thai Lottery. Hier wird Fisch zubereitet. Mmh. Ihr seht, es gibt hier eigentlich alles. Dann die ganzen gegrillten Sachen. Litschi, Suppen, Schweinefleisch, Hähnchen oder Fisch, hier auch Fisch. Es gibt ja hier Süßwasserfisch, Salzfisch, so was ich habe, Wassermelonen, 40 Baht kosten die hier ein Kilo. Überall wird was gemacht, gegrillt. Und der Markt ist, glaube ich, hier, ich glaube, 3 oder 4 Mal die Woche ist dieser Markt hier. Und die Menschen aus den ganzen Dörfern kommen hierher und ja, kaufen die Sachen. Hier gibt es was zum Trinken, Cola. Dann was Süßes gibt es hier auch, Süßigkeiten. Oh, Jogdina Cup. Jetzt wurde ich gerade eben mit Bier von einem Bekannten. Der kam auf mich zu, hat mir Bier ausgegeben. Die kennen mich hier schon. Ja, ich habe das letzte Mal mit denen hier ein bisschen getrunken. Man kennt sich ja hier im Dorf. Man kennt sich ja hier im Dorf ein bisschen. Hose, Shirts, für iPhone, irgendwelche für Telefontaschen. Also die verkaufen hier wirklich alles. So, also in diesem Stand waren wir jetzt. Jetzt müssen wir hier und nach vorne laufen. Aber erst rauche ich eine. So, jetzt habe ich die Donuts gegessen. Ein kleines Päuschen eingelegt. Hier gibt's Fisch. Und Lottery natürlich, überall. Die Thais, die mögen das, Lottery zu spielen. Ach so, ich bin hier falsch. Warte, ich muss hier laufen. Malak? Da wird auch einiges verkauft, vom Shampoo bis zum Bios, Spülmittel, alles Mögliche. So. 5 Baht.
Japan. Gegrillte Sachen. Gegrillte Sachen. Für iPhone-Schalen. Was das jetzt ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich so ein Parfüm. Parfüm. Dann wieder gebackene Sachen. Dann wieder Gemüse, Obst, Gemüse, gegrillte Sachen rechts, Leim, Apfelsinen, Mandarinen, Pfirsiche, ne, Pfirsiche habe ich nicht gesehen, Mango, Erdbeere habe ich auch nicht gesehen, weil die wachsen hier wohl nicht, die kommen glaube ich aus China, das sieht nach so Bio-Eiern aus. Also verhungern tut man hier nicht. Im schlimmsten Fall, wenn man kein Geld hat, kann man immer einen Mango pflanzen. Bananen, Papaya und den Reis. Zum Glück ist die Erde hier wirklich reich an Nährstoffen. Also da wächst eigentlich fast alles. Das sieht nach Zwiebeln aus. Ja, ihr seht, alles voll mit irgendwelchen Sachen. Chicken. Hier die Süßkartoffeln. Nee, das sind. Ich weiß nicht, was das genau ist. Litchi schmeckt sehr gut. Litchi schmeckt wirklich gut. Hier Fleisch. Und immer viel los hier eigentlich, obwohl das eigentlich ein kleines Dorf ist. Ich weiß nicht, wo so viele Menschen herkommen. Ich glaube, die kommen alle aus den Dörfern, aus den umliegenden. Oder ist das ganze Dorf hier versammelt? Das kann natürlich auch sein. Und die ganzen Märkte sind meistens an diesen Wats, also in den Tempels. Hier 30 Baht Wassermelone, 40 Baht, 50 Baht. Also grob 1 Euro. 1 Euro, gut, die kostet 2 Euro. Äpfel gibt es auch, 10 Baht. Aber Äpfelbäume habe ich hier, glaube ich, nicht gesehen. Vielleicht kommen die aus Nordthailand. Fisch. Dann verschiedene Gürtel. Taschen. Taschen. Klar ist das nicht original, aber ja. Ist ja nicht schlimm. Wir hatten wahrscheinlich in Bangkok irgendwie am Chatuthak. Wie heißt der Markt? Chatuthak. Oder Charuthak. Irgendwie Chatuthak. Chatuthak. Ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare. Gekauft und hier verkauft. Und die kommen dort, denke ich mal, von China. Ich glaube, Chatuthak Market, irgendwie sowas. Vielleicht liege ich auch falsch. Und keiner von diesen Menschen zahlt für den Verkauf Steuer. Steuer zahlt hier keiner. Stell dir mal vor, die müssten noch Steuer bezahlen. Weil diese Schattenwirtschaft, die in Thailand existiert, die geht in die Milliarden. Weil das ist ja nicht nur hier so, das ist ja in ganz Thailand so. Die ganzen, die Frittenbuden und alles, was die hier verkaufen, keiner zahlt ja hier Steuern in dem Sinne. In Deutschland wird das ja alles vom Finanzamt früher oder später reguliert und was weiß ich was. Klar, dafür hat man dann Geld für Sozialempfänger oder Sozialhilfe oder Rente oder was auch immer. Hier ist es halt anders. Vielleicht ist es ja eines Tages dann so wie in Deutschland, aber ich glaube, das dauert noch einige Jahrzehnte, bis es soweit ist. Viele sagen, das ist gut, die anderen sagen, das ist weniger gut. Ja, Bananen.
Oh. Mülleimer habe ich gesehen. Sabadi Cup. Ah, das ist okay. Ich bin. Oh, da trinkt er ja. Cup und Cup. Nee, Cup und Cup. Also, habe ich mal mein Müll entsorgt. Von Putai Mai Dai. Von Putai Mai Dai. Nicht neu. Sag du, Cup? Nicht neu, Cup? Toll. Ja. So ist es, meine Lieben. Aber sehr, sehr, sehr einfache Menschen. Also keiner tut dich irgendwie blöd anlabern. Du fühlst dich hier eigentlich immer sicher. Was ich jetzt, wo ich das letzte Mal in Frankfurt war, nicht sagen kann. Oder auch in Stuttgart nachts. Aber hier bist du eigentlich sicher. Das reizt auch viele Auswanderer, die nach Thailand kommen. Das ist schon ein sicheres Land. Oder auch Urlauber, sonst wären ja hier nicht die ganzen Urlauber von den ganzen Ländern eigentlich. Amerikaner, Deutsche, Briten, Australier, Russen, Inder, Chinesen, da gibt es ja Millionen von. Also wenn das hier nicht sicher wäre, irgendwo wie in manch anderen Ländern, wie zum Beispiel Lateinamerika oder was auch immer, würde es gar nicht hier alles geben. So, also in dem Sinne sage ich danke, abonniert den Kanal, wir fliegen dann bald nach Deutschland. Danke, dass ihr dabei wart. Subscribed auf jeden Fall. Abonniert diesen YouTube-Kanal, schreibt eure Kommentare, gebt uns ein Like und abonniert auch den Telegram-Kanal. Wir sehen uns dann. Jetzt gehe ich mal zu der Pinja. Bis dann. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Das ist übrigens der Tempel hier. Das wird jetzt neu gebaut. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr großer Tempel hier. Da hinten alles. Also, in dem Sinne...